Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. So, wir haben Forschung abgeschlossen. Das kann weg. Verschmutztes Wasser. Verschmutztes Wasser stößt langsam verschmutzten Sauerstoff aus und beschleunigt die Verbreitung von Krankheiten. Duplikanten werden außerdem durch das Gehen durch verschmutztes Wasser gestresst sein. Also sollte ich meine Duplikanten Leckagen beseitigen lassen, indem ich auf das Wischzeug drücke. Okay. Haben wir das schon gemacht. So, warum brauchen wir wieder Stroh? Weil die leer sind. Okay, dann lassen wir mal hier weitermachen. Okay, so, da haben wir hier die Sachen, die wir wegräumen können. Und machen dann hier schon mal eben eine neue Planung. Machen hier mal das. Oh, ich sehe hier nichts. Beziehungsweise du weg, du weg. Dann du. Nach da. Du weg. Du weg. Oh, wir brauchen bald Nahrung. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich auch machen wollte. Nahrung. Könnte ich hier oben hinstellen. Habe ich denn sowas geforscht? Wo ist denn unser Forschungslab? Forschung ist gerade fertig geworden. Okay. Wir schauen mal eben rein in die Forschung. Alter, du solltest in die Forschung gucken. So, das habe ich, 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 das habe ich. Okay. Da könnte man dann Nahrung herstellen. Was sollten wir denn jetzt als nächstes forschen? Da hätten wir Kühlschrank für. Ja, komm, machen wir hier das erstmal. Ah, da brauchen wir aber die bessere Forschungsstation. Ne, das müssen wir dann holen. Fortschrittliche Forschung. Also brauchen wir die Beschäftigung erstmal und dann das. Da hätten wir einen Acker, Pflanzenkasten. Beherbergt eine Pflanze aus einem Samen. Eierbrecher. Rationsbox. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Metallerz. Definitiv so. Und hier bitte noch ein Stück Leiter hinmachen. Ich weiß nicht, ob das trotzdem funktioniert, wenn ich den dahin mache. Boah. Ist der ernsthaft da ins Wasser geklettert? Also schlau bist du ja schon mal nicht. So, wo könnte ich denn jetzt hier noch Dings bekommen? Machen wir mal das hier hin. Da haben wir verschmutztes Wasser, okay. Das geht eh nicht, also kann ich das auch erstmal wegmachen. So, Forschung ist fertig. Aha, damit können wir die Fertigkeiten zurückerstatten. Und da haben wir Supercomputer. Dann lassen wir die jetzt erstmal schlafen.
So. Fertigkeiten des Duplikanten. Wer hat denn da? Ah, der hat Tür was. Also mit dem könnten wir bessere Sachen machen. Hier, wir könnten eine Landwirtschaft aufbauen. Das könnten wir gut gebrauchen. So. Gucken wir doch mal. Da haben wir den Kompost. Lässt Pflanzen aus einem Samen. Ja. Machen wir das mal dahin. Lassen wir ihn da mal 3 Stück bauen. Ach ja, wir brauchen auch noch ein. Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum ich hier baue. So, dann könnte ich jetzt hier 1, 2, 3, 4. Das ist aber auch nicht das Wahre. Das heißt, ich müsste jetzt hier runter. Wo könnte ich denn hier jetzt vernünftig ein PC bauen? Ah, ich weiß wo. Kommt dahin. Und den lassen wir dann dahin bauen. Das ist okay. Lass aber noch 2 weiter runtergehen. Dass wir das dann hier abbauen können. Die sind hier gut zugange. So. Elektrogrill. Da gucke ich gleich. So, was haben wir denn jetzt hier für Mehlholzwürmer? Lässt eine einzelne Pflanze aus dem Samen wachsen. Kann als Bodenfeld benutzt werden. Erlaubt Pflanzendimensionierung. Duplikanten können Dünger und Flüssigkeit an Farmen liefern. Und das Pflanzenwachstum beschleunigen. Was haben wir sonst noch? Ah, die brauchen Licht. Okay, das habe ich nicht. Dann nehme ich lieber die. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Kupfererz, das brauchen wir. Kupfererz brauchen wir definitiv. Okay, da unten kann er nicht atmen. So, den verbinden wir mit Strom. Wir brauchen erstmal die größeren Batterien. Die haben wir hier. Geht sonst nicht anders. So, würdet ihr mal bitte jetzt hier
So, Einstellung übertragen. Zack. Dann bräuchten wir noch einen kleinen Kellerraum mit Dinner. Den setzen wir hier hin. So, das haben wir auch. Weil wir brauchen jetzt bald echt Nahrung. Jetzt haben wir ein Problem. So, wie sieht das denn hier aus? Steht da auch schon das Wachstum? Nö. Leider noch nicht. So, das ist gut. So, dann brauche ich das Dinnerchen. Wo haben wir das denn? Veredeln. Kommt da der Kompost hin? Wasserkühler stellt einen Treffpunkt her. Kantinentisch. Den Supercomputer, passt der irgendwo hin? Da könnte ich höchstens hier oben hin machen, aber da brauche ich erstmal neue Batterien für. Haben wir irgendwas? Frittierte Pilze? Barbecue? Nö. Nö, das haben wir nicht. Das zerlegen. Das zerlegen. Weil da unten kann ich aber auch nicht forschen. Da müsste ich erst ein Algendingens hinstellen. So, das haben wir. So, das haben wir auch. Status normal. Eigentlich sah man doch, wie weit die sind, oder? Ah, da. Wächst 32%. Okay. Lager ist voll. Wir haben neue Fertigkeit mit Lyra. Lyra ist Forschungs. Das ist sehr gut. So, Batterien werden jetzt aufgeladen. Da haben wir jetzt größere Batterien. Die tun auch bestimmt, glaube ich, bisschen warm, ja. Wo ist denn hier am besten kalt? Na, ist eigentlich soweit ganz gut. So, dann machen wir hier oben jetzt unser Klo. Können wir das hier nämlich zerlegen. Dann haben wir hier nämlich noch einen kleinen Raum. Zerlegen wir den mal. Sanitär. Nein. Medizinisch. Haben wir hier das Waschbecken. Die dürfen dann hinterher nur da raus.
Und hier haben wir das Plumpsklo. Und abschließen. So, die sind jetzt hier schon bei 50%. Das ist sehr gut. Wir haben bald Nahrung. Ja, sollten uns sowieso jetzt beeilen, was Nahrung angeht, weil sonst haben wir echt ein Problem. So, die Tür ist abgeschlossen, das ist gut. Und raus geht's nur nach da. So, das brauchst du eigentlich gar nicht mehr reparieren, die kannst du nämlich auseinandernehmen. So, das haben wir. So, May war unser Kochen, ne? Landwirtschaft. Ne, Ape war unser Kochkunst. So, Kühlschrank. Haben wir noch nicht, weil ich da den anderen Computer brauche. Dann schmeißen wir den mal dahin. Unsere Stromkabel kommen dahin. Sehr atembar. Okay, Sauerstoff ist auf jeden Fall noch genug da. Nur Nahrung haben wir nicht genug. Ich muss sowieso jetzt mal bald gucken, was ich mit dem verdreckten Wasser mache. Moment mal. Du bleibst erstmal stehen. Dass wir nicht unnötig die Zeit vergolden lassen. Viehzucht brauchen wir jetzt nicht. Fossilie, Brennstoffe, Erdgas, Rohöl, Petroleum. Nee. Verbrennt Holz, um elektrische Energie zu erzeugen. Wandelt Wasserstoff in elektrische Energie um. Nee. Feststoff, Ton, Medizin, Flüssigkeiten. Filtert ein Gas aus der Luft heraus und sendet es in ein separates Rohr. Filtert eine Flüssigkeit aus einer Mischung und sendet sie in ein gefiltertes Rohr. Okay, nee, das brauche ich nicht. Da haben wir eine bessere Toilette. Gitterziege wird verwendet, um Wände und Böden für Räume zu bauen. Verbessert die Moral. Entfernt Keime. Entfernt Salz aus Sohle oder Salzwasser und produziert Wasser. Verbessert die Moral. Während der Nutzung wird etwas Wasser auf den Boden spritzen. Wandelt Schleim zu Algen. Entleert Gas aus Kanistern. Ethanol erzeugt sauberes Wasser aus verschmutztem Wasser. Unter Verwendung von Sand erzeugt verschmutzte Erde. Den brauche ich, glaube ich. Okay, dann müsste ich den und den. Okay, das heißt, ich muss den und den forschen.
damit ich das verschmutzte Wasser zu dem sauberen Wasser machen kann. Oder zumindest hier unten hin. Oder doch noch einen separaten Tank hier bauen muss. Das ist jetzt hier die Frage. Das kann ich euch noch gar nicht so wirklich sagen. Aber was ich euch sagen kann, wir werden hier jetzt erstmal ein Folgenpäuschen einlegen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Oxygen Not Included. Bis dann.